Die Entwickler haben gestern Abend ein paar kleinere neue Änderungen für die Sims 4 vorgestellt, über die ich in diesem Video sprechen möchte. Außerdem erfahrt ihr mehr zu meinen ersten Eindrücken zum neuen Inselleben Oasis-Set. Gestern Abend gab es wieder einen weiteren Entwicklerstream, in dem unter anderem auf das Thema gendergerechte Sprache eingegangen wurde. So arbeiten die Entwickler schon seit einer längeren Zeit an dieser. Gerade sind die Entwickler dabei zu prüfen, was für Änderungen in den 18 verschiedenen Sprachen, in denen es die Sims gibt, gemacht werden müssen. Neben einer inklusiver Sprache haben die Entwickler auch das Thema Pronomen auf dem Schirm. Einen zeitlichen Rahmen konnten die Entwickler allerdings nicht nennen. Da ich weiß, dass dieses Thema gerne zu hitzigen Diskussionen führt, will ich euch nur noch schnell darauf hinweisen, in den Kommentaren respektvoll zu bleiben. Als nächstes haben die Entwickler die Hochbetten überarbeitet, unter die man mit einem der nächsten Updates ebenfalls verschiedene Möbel stellen kann, was leider vorher nicht möglich war. Auch möchten sich die Entwickler an die Launen der Sims setzen und überarbeiten, die vor einigen Monaten urplötzlich aus dem Spiel entfernt bzw. nur noch mit einem kleinen Knopf in den Optionen wieder aktivierbar waren. Für alle, die sich über neue Outfits freuen, dieses Gesamtoutfit wird es irgendwann in diesem Jahr im Spiel geben. Vor einigen Wochen habe ich ebenfalls über das neue Merkmalfeld im Ersteller einen Sim-Modus berichtet, welches man in einem Entwicklerstream gesehen hat. Mit dem nächsten Livestream am Dienstag, den 25. Mai, möchten die Gurus das Geheimnis dieses Feldes ebenfalls lüften, von dem man aktuell noch nicht weiß, was dahinter steckt. Ebenfalls eine kleine, aber interessante News: So wie es aussieht, können wir weiterhin so viel Content für die Sims 4 oder sogar noch mehr bekommen. Denn laut der EA-Jobseite werden neue Mitarbeiter für ein neues EA-Studio in Europa gesucht. Dieses soll ebenfalls für die Sims 4 entwickeln. Mal schauen, ob sich am Ende dieses oder nächsten Jahres etwas an der Menge der monatlichen Packs und Updates für die Sims 4 tut. Für alle, die am neuen Set interessiert sind, seht ihr hier noch meine ersten Eindrücke zu den neuen Baumodus-Objekten. Ich habe mich jetzt schon mal in Baumodus begeben und man sieht hier auch schon die neuen Objekte des Innenhof-Oasis-Sets. Ich würde sagen, wir platzieren die hier einfach mal alle direkt, dass man das alles gut sehen kann. Wir haben hier natürlich einmal ein paar neue Sitzmöbel, die gibt es natürlich wie immer auch in verschiedenen Farben. Oh, okay, diesmal wirklich nur mit braunen Farben, bisschen dunkler. Ja, okay, hier so ein Schwarzton. Muss man irgendwie auch beachten, also für alle, die jetzt hier irgendwie ein maritimes Wohnzimmer einrichten wollen mit blauen Möbeln, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, so blau-weiß ist ja so ein bisschen maritimer. Ist ja auch logischerweise nicht der Stil des Packs, das ist so ein bisschen marokkanisch angehaucht. Ja, dieser Tisch hier gefällt mir eigentlich gar nicht mal so gut irgendwie, aber die Sofas hier, beziehungsweise der Sessel, der ist auf jeden Fall ganz cool. Dann haben wir hier einen größeren Couchtisch. Haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. Schade, dass es den nicht in klein gibt, aber den gibt es auch in ein paar verschiedenen Farben. Ja, mit diesen Mustern auf jeden Fall auch unterschiedliche Muster so ein bisschen. Also da haben sie sich auf jeden Fall ein bisschen Mühe gegeben. Natürlich, es gibt diesen Couchtisch in blau, aber die anderen Möbel nicht. Ah, hier, das haben wir ja auch schon im Render des Packs ganz gut gesehen. Wir haben ein neues Deko-Element, was dann wahrscheinlich eher für den Garten ganz gut geeignet ist. Muss ich sagen, finde ich sogar ein kleines bisschen unnötig, weil man das gefühlt auch einfach sich selber zusammenbauen kann mit den Zäunen. Aber ja, jetzt haben wir es im Spiel. Diese Pflanze an sich hat mich schon an irgendwie eine erinnert, die wir schon im Spiel haben, ist aber zum Glück nicht die gleiche. Ich dachte schon, das hätten sie jetzt an der Stelle recycelt, aber das ist quasi eine neue Pflanze da drin. Dann haben wir eine neue Lampe, die sieht ja cool aus, die gefällt mir eigentlich schon auf den ersten Blick ziemlich gut. Ja, mit ein bisschen bunten Gläsern drin, also ich glaube, die kann man auch in einem normalen Haus, sage ich jetzt mal, also in einem Haus mit einem modernen Stil oder einem anderen Stil als der hier ganz gut benutzen. Ah, die sieht wirklich schick aus, die macht Atmosphäre. Ich mag allgemein so diese Art von Deko-Elemente ganz gerne. Dann haben wir diese neue Pflanze in einem sehr großen Topf. Gefällt mir auch recht gut. Braucht ein bisschen mehr Platz. Ja, schade. Okay, den Topf gibt es jetzt nicht in so vielen Farben. Es zieht sich hier allgemein ein bisschen durch. Manchmal haben wir ja wirklich hier so viele Farben, dass diese Leiste hier quasi bis hier oben geht. Aber das ist hier in diesem Set leider nicht unbedingt der Fall. Aber an sich sind die Farben natürlich in sich relativ stimmig so. Es gibt hier auch immer die gleichen Farben. Man kann das also in einem gleichen Stil gestalten. Dann haben wir diese neue Vase. Die passt natürlich vom Stil hier auch ganz gut rein. Auch in einfarbigen Farben hier ganz neutral, so aus Ton. Oder hier halt mit den bunten Mustern, die wir auch schon hier ein bisschen gesehen haben. Ein neues Teeservice. Das hatten wir
So ähnlich meine ich sogar schon mal im Spiel gehabt. Mit diesen bunten Gläsern. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz cooles Deko-Element. Erinnert mich wirklich an irgendwas aus dem Basisspiel. Dann haben wir dieses Mosaik. Das haben wir ja auch schon bereits in den Rendern ein bisschen gesehen. Kann man wahrscheinlich dann im Garten ganz gut nutzen. Drin wahrscheinlich eher weniger. Aber das, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Das passt auf jeden Fall alles zum Stil dazu, das muss man sagen. Gucken wir direkt mal. Oh, es gibt sogar hier sogar zwei neue Tapeten. Wir haben hier einmal dieses Fliesenmuster, was sich hier auch so ein bisschen durchzieht. Hier haben wir hier nochmal als richtige Tapete. Das finde ich sehr gut. Und ja, okay. Quasi ohne das Fliesenmuster. Ja, hat es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt gebraucht, aber es ist auf jeden Fall auch noch eine schroff gebürstete Version dabei, so wie es hier in der Beschreibung steht. Und was jetzt auch nicht direkt auffällt, das sind eigentlich ja zwei verschiedene Tapeten, weil einmal geht es hier bis ganz nach oben und einmal nicht. Das ist auf jeden Fall auch erwähnenswert. Sehr golden alles hier. Die lassen sich dann auch in der gleichen, oder? Ungefähr in der gleichen Farbe machen. Ja, das funktioniert. Also die Farbalternativen ergänzen sich hier auf jeden Fall. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar weitere Sachen im Baumodus. Das sieht man leider auf diesem Übersichtsscreenshot, den ich in einem der letzten Videos gezeigt habe, leider nicht so. Wir haben einen neuen Boden, der ist hier auch so gefliest. Und, oh, hier haben wir erstaunlich viele verschiedene Varianten dabei. Und, ja, wir können hier auch, so wie es aussieht, quasi selber hier diesen Rand reinlegen. Es gibt Eckstücke. Es gibt Stücke mit nur einem Rand hier und allgemein eine Variante ohne Rand. Das heißt, wenn man lustig ist, kann man jetzt hier ein ganzes Muster reinmachen. Sonst die Farben haben wir jetzt auch schon so gesehen. Es gibt, was sich so ein bisschen durchzieht, dieses Schwarz, dieses Blau, Grün und einen Braunton haben wir hier. Oh, und wirklich neu sind dann hier einige Türen, auch in verschiedenen Größen. Ich bin hier jetzt mal auf alles gegangen. Also wir haben jetzt auch ausnahmsweise, es gibt sonst, glaube ich, wirklich kaum große Türen, aber mit diesem Set haben wir jetzt auch welche in den verschiedensten Höhen bekommen, das finde ich ganz gut. Eine normale Tür für die normale Höhe. Ja, auch wieder in diesen Farben, leider kein Weiß. Also das finde ich ein bisschen schade. So ein Weißton, finde ich, muss eigentlich immer sein. Aber die passt auf jeden Fall auch ganz gut zum Stil. Da haben wir diese hier. Ah, ich muss sagen, also ich glaube, die zu benutzen ist eigentlich schon sehr cool. Hier auf der anderen Seite ist dieser Bogen nicht da, aber die finde ich eigentlich echt ziemlich cool, muss ich sagen. Vom Stil ist es auf jeden Fall schon alles sehr einzigartig. Dann hier nochmal in ganz groß, finde ich auf jeden Fall auch ganz gut und ohne Bogen. Also wenn man, beziehungsweise ohne Tür, das heißt, wenn man quasi diese Tür nur als Bogen haben will, ist das auch möglich. Und dann noch, boah, diese Variante, die sieht dann schon sehr groß aus. Also wenn man ein Haus hat, was halt nur auf der normalen Wandhöhe ist, dann kann man die leider nicht benutzen. Sieht schon sehr prunkvoll aus irgendwie. Hier ist dann das Weiß dabei, erstaunlicherweise. Schwarz, braun, also hier haben wir dann auch alle Farben. Dieses Farbschema zieht sich auf jeden Fall durch. Zwei neue Fenster haben wir, die platziere ich jetzt hier auch nochmal. Oh, auch wieder ein sehr großes Fenster, da bleibt hier gar nicht mehr so viel Platz an meiner Beispielwand. Wir haben einen neuen Zaun bekommen, den hat man auch schon gesehen. Ja, also alles natürlich auch mit diesem geflechteten Element, wenn man das so nennen will. Also hier auf jeden Fall mit diesem Muster gibt es in den Türen auch. Wir haben einen neuen Zaun bekommen. Wir haben keine neue Türe, beziehungsweise kein neues Zauntor. Aber hier diese Spandrillen, die angesprochen wurden, gibt's. Einmal diese Version, auch nur in Weiß. Und diese Version, auch in Weiß, also nur in Weiß. Und als letztes haben wir eine neue Säule bekommen. Die lässt sich auch wieder ganz nach oben ziehen. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Ich glaube, um ein ganzes Haus in diesem Stil einzurichten, wird es ein bisschen knapp. So ein neues Bett oder einen neuen Esstisch und ein paar Stühle wären vielleicht jetzt noch perfekt gewesen, weil ich meine, also vom Stil im Baumodus soll man damit ja ein Haus bauen, aber so richtig einrichten geht dann irgendwie nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, also da verstehe ich das Konzept nicht ganz, weil klar, bei der Küche war es dann sehr, bei dem Küchenset war es ja sehr gut möglich, weil man dann halt alles für die Küche hatte, aber hier sehe ich das jetzt nicht so ganz.
Ja, ich muss sagen, wenn ich das jetzt hier so in Blau sehe, also die Leute, die gerne im Baumodus unterwegs sind, werden damit wahrscheinlich wieder ultra geniale Sachen auf die Beine stellen. Ich bin da leider natürlich nicht so bewandert, aber ja, an sich. Aber ich glaube, alle, die jetzt schon Ideen im Kopf haben, die können sich das Pack natürlich ohne irgendwelche Bedenken holen, wenn sie mit dieser Auswahl hier zufrieden sind. Was denkt ihr über die neuen kommenden Features und wie findet ihr das Innenhof Oasis Set? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.